Heute zeige ich euch, wie man das Jazz-Dreirad zusammenbaut. Das Dreirad besteht aus folgenden Einzelteilen: dem Rahmen mit einem Sitz und Gurt, dem Vorderrad, einem Schutzblech, den Pedalen, den Hinterrädern, einem Sitzüberzug, einem Klappdach, einem Beutel mit Sicherheitsgurten, einer Klingel, einem Schubbügel. Fangen wir an mit dem Ausklappen des Rahmens mit den Gurten. Wir müssen diesen Knopf drücken, um den Sicherheitsbügel zu öffnen, anschließend den Sitz ausklappen, bis wir einen Klick hören. Wir sichern den Blockadenknopf ab. Nun klappen wir den Lenker aus und verriegeln den Sicherheitsbügel. Dann ziehen wir die Hinterachse des Rahmens raus, bis diese einrastet. Auf zu den Hinterrädern. Wir führen sie an den Öffnungen an beiden Seiten des Rahmens ein, bis es klickt. Das Schutzblech montieren wir auf dem Vorderrad so, dass die Lenkerblockade sich hinten befindet, und montieren das Ganze auf den Fahrradrahmen. Die Pedale führen wir in diese Öffnung ein, bis es klickt. Jazz besitzt ebenfalls eine Klingel. Um diese zu befestigen, müssen wir sie an dem Lenker festschrauben. Auf zum Schubbügel. Wir führen ihn ein, bis es klickt, und ziehen die Schraube fest. Nun ziehen wir das Rückenlehnenpolster über. Die Druckknöpfe befestigen wir unterhalb des Sitzes. Anschließend verschließen wir es. Die Schultergurte legen wir durch diese Öffnungen. Den Klettverschluss machen wir an dieser Stelle zu. Die Schultergurte verbinden wir mit dem Schrittgurt und wir sind fertig. Nun können wir die Sicherheitsbügel einsetzen. Wir schieben sie von beiden Seiten ein, bis es klickt, und verriegeln. Okay, auf zum Klappdach. Wir klemmen es in die Rückenlehne ein, genau hier, und klappen es auf. Dem Jazz-Dreirad ist ein Beutel beigefügt, welchen wir mit Gurten verbinden können und als Rucksack nutzen können oder am Dreirad anhängen können. Wir klappen die Fußablage aus. Die Regulierung des Jazz ist sehr einfach. Wenn das Kind noch nicht eigenständig treten kann, kann man die Fußablage ausklappen. Dabei muss man auch die Pedalblockade entfernen, damit diese die Räder nicht antreiben. Das Ein- und Ausklappen des Dachs ist sehr einfach. Um vor der Sonne zu schützen, können wir zusätzlich eine Sonnenblende ausklappen. Um den Lenker mit dem Vorderrad zu verbinden, heben wir den Knopf am Schutzblech an bis zur Einrastung. Wenn wir als Eltern das Dreirad kontrollieren wollen, entklappen wir den Lenker mit diesem Knopf. Um die Höhe des Schubbügels anzupassen, entsperren wir den Hebel, drücken den Knopf, stellen auf die gewünschte Höhe und sperren zu. Die Höhe der Gurte passen wir an das Kind an. Die Regulierung erfolgt über diese Klammer. Wenn das Kind eigenständig fahren kann, verschieben wir diesen Hebel und klappen die Fußbank ein. Wir fügen außerdem die Pedalblockade ein, damit sie auch das Rad antreiben. Okay, das Dreirad ist fahrbereit. Die Anpassung an die Fähigkeit des Kindes erfolgt durch die Entfernung der Einzelteile. Zuerst das Klappdach. Wir drücken diese Knöpfe und nehmen es raus. Nun öffnen wir den Klettverschluss und nehmen den Beutel ab. Anschließend entfernen wir den Schubbügel. Wir entsperren den Hebel, wie zu sehen ist, und nehmen ihn raus. Nun der Sicherheitsbügel. Wir entfernen die Abdeckung und ziehen ihn raus. Um die Sicherheitsgurte zu entfernen, müssen wir den Klettverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne abnehmen, die Gurte abknüpfen und die Gurte durch die Durchlassung ziehen. Die Gurte an den Seiten des Sitzes abknüpfen
auch die Druckknöpfe unter dem Sitz, das Polster abnehmen. Zuerst nehmen wir die Klammern von beiden Gurtenseiten ab und ziehen die Gurte durch die Durchlässe im Polster. Anschließend entfernen wir den Schrittgurt. Wir entfernen die Schraube, die den Sitz befestigt, und nehmen den Gurt raus. Wir schrauben den Sitz wieder an. Nun klappen wir die Fußbank ein. Und fertig! Das Kind kann eigenständig fahren. Gemütlich ist es mit oder ohne dem Sitzpolster. Möchten wir das Fahrrad transportieren oder verstauen, können wir es zusammenklappen. Zunächst klappen wir hierzu das Dach und die Fußbank zusammen. Dann öffnen wir den Sicherheitsbügel. Nun ziehen wir am Hebel am Lenker und klappen diesen zusammen. Wir nehmen den Beutel ab. Wir entriegeln den Hebel am Schubbügel, drücken den Knopf, fahren ihn ein und sichern ab. Anschließend entriegeln wir und ziehen an diesem Hebel und klappen die Rückenlehne mit dem Rahmen zusammen. Wir ziehen am Griff und klappen die Hinterachse unter den Rahmen, bis sie einrastet. Abschließend legen wir das Dach in die Richtung der Hinterräder und schließen die Verriegelung. Nach dem Zusammenklappen nimmt der Jazz sehr wenig Platz ein. Möchten wir das Rad per Hand transportieren, können wir den Griff der Hinterachsblockade benutzen oder auf den Hinterrädern wie einen Koffer ziehen. Wir können auch die Rück- und Vorderräder entfernen und das Rad noch kleiner machen. Okay, der Jazz ist bereit zum Transport. Wir wünschen einen angenehmen Gebrauch. Kindercraft. Easy with kids.